So, die Love Camp ist ja da. Telefon. Ja, habe ich auch mitgenommen, das Telefon. Aber wir hätten da hinten auch weitergehen können, ne? Weiß ich nicht. Leer, leer. Ey, wir müssen jetzt Nein, ja. mal. Erinnerung. Wir müssen jetzt mal was zum Verkaufen finden. So einen Rollen zum Ja, Verkaufen. dann musst du hier die Nebenquest, die Anfang, die Hauptquest ein bisschen machen. Bis wir mit dem Dings dann hier oben in der Erste-Hilfe-Station hier Weil mir gehen ein bisschen sind. die ganzen Sachen auf den Sack, die ich mittrage. Wird die Sau zusammen hinter dir? Ja, danke. Oh, ich habe dem irgendeinen Bruch hinzugezogen. Bin Level aufgestiegen. Muss ich Dann dir sagen. Mach ich kannst gleich mal alles, wenn die Quest hier vorbei ist. Sollen wir hier reingehen oder? Ah ne, können wir noch gar nicht. Wir müssen ja hier hoch. Nee, musst du gar nicht. Da kannst du noch gar nicht hin, oder? Ist doch zu. Nein, du musst erstmal hier dran an dem Ding. Ach nee, warte, ja stimmt, da unten ist doch das Ziel, da müssen wir doch verfolgen. War richtig. Ich wollte doch gerade sagen, Der hier wieder Verwirrte. disrespekten am Block. Nur weil du Das war wieder der nicht. nicht on point, wie du immer so schön sagst. Nur weil du eine schwarze Sau bist, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt hier extra Rechte kriegst. Ich habe auch mal gehört, dass du in echt auch schwarz bist, stimmt das? Ja, das stimmt wirklich. Okay, also ist Ich halt bin okay. schwarz und ich habe die Gliedlänge eines Esels, auf alle Fälle. Das, so viel ist halt schon mal drüber bekannt. Das kann die Celina auf alle Fälle zeugen. Bestätigen. Soll ich mal fragen? Ja. Ja, kannst du mal fragen. Ja, Selina, stimmt das denn, was der da gerade gesagt hat? Das hat er schon Ja. So muss das sein. Deswegen, das ist meine Freundin, die ist halt auch ganz brav, aber weil das Problem bei ihr ist, sie ist halt ein teures Mädchen. Das ist halt immer so das Problem, ne? Die frisst mir eigentlich die Haare vom Kopf. So viel kostet die. Ja, Dann lass nein, mal. nur nicht. Ich nehme die neueste Prada-Kollektion und Gucci-Kollektion, aber du verbrauchst das ganze Geld nicht. Was ist das? Das hat ja Geld? nichts mit Schlechtreden zu tun, mein Mädchen. Nur, man muss auch mal den Standpunkt sagen, es gibt ja auch nicht nur teure Mädchen. Es gibt auch billige Mädchen. Die habe ich auch schon mal gesehen. Da haben wir aber schon mal drüber gesprochen. Selina, das weißt du ja noch, wo ich gesagt habe, mit dem bei ihr, da reicht ja nur ein Macho-Spruch. Also jetzt nicht bei dir, sondern bei dem Mädel. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Genau. Ist mein Inventar. Ich mach mal hier eine. So, abgestochen. Ach so. Was Mach dir denn? den Joe Pesci. Ne, ich muss ja die Brechstange, wenn ich die hab. Ne, warum krieg ich ganz gerade Schellen, aber. Na komm, dann gehen wir mal ein paar Tritte. Immer auf das Knie zielen, ne? Was macht der denn da? Das klappt bei dem Teil. Ist Der ist auffallend, wohl bei dem Teil schwul. klappt das nicht mehr. Es gibt einen Teil, wenn du die im Wasser trittst, verlieren die ganze Zeit Wasserschaden, weil die ersaufen unter Wasser. Das war wahrscheinlich in der 360-Version. Ja. Mein ja. Guck mal, das Kinderparadies hier. Merlin der Holzmichel, Ja, nee, da wollte ich gerade hoch. so. Aber hat nicht ganz geklappt. Mal das hier alles genau durchsuchen. Ich brauche nämlich die ganzen Dinger hier. Alle Ausweise und so. Weil ich bin nämlich der Fahrkartenkontrolleur. Okay, das kann ich jetzt nicht so glauben, weil du bist eigentlich schwarz. Und Fahrkarten haben die nicht immer mit. Ja, aber der Ja, war aber das sind ja garstig, die ne? typischen Schwarz. Das sind die typischen Schwarzfahrer. Ich hoffe, dass ich dich jetzt damit nicht beleidigt habe. Nee, so heftig hast du mich damit nicht beleidigt. Okay. Also es ist immer noch Inshallah, Das alles. Bruder.
Bruderkuss links, rechts, geht Genau. Faust. Okay, bin Genau, ich da ist alles beruhigt. noch vertretbar. Weißt du, was noch tretbar ist? Die Alte hier. Ja, die auf dem Boden liegt, ne? Ja, Aber warte, ich natürlich muss nicht. mal hier rüber. Immer auf die Minderheiten. Immer hinten in dieser Bar. Ja, ich muss sagen, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, dann willst du hier Urlaub machen, ne, an so einem schönen Ort wie hier, dann kommst du hier hin, was hast du hier, Zombies? So, dann kannst du gar keinen Urlaub vernünftig machen und so was alles Macht er und da? dann hast du Mike Tyson getroffen, die Boxlegende, weißt du, und das ist richtig krass eigentlich, so, wenn man das mal so auf ganz kurz alles mal Revue passieren lässt. Der denkt, hier ist irgendwie ein Rap-Konzert oder so. Oder warum streckt er die Arme immer nach oben? Beinahe ertrunken. Glaube ja. Der war Rap am Mittwoch. Feuer über Deutschland. Was ist das da? Schraubenschlüssel brauche Feuer ich über nicht. Deutschland gedacht. Ey, geh mal Das weg. brauchst du nicht. Ich wollte nicht mit dir handeln. Echt nicht. Nee, das war's für sehen. Du hast dich halt mit dem Negerarsch wieder davor gedrängelt. Ja, normal, ich will ja nicht, dass du mir irgendwas wegklaust. Ja, ich merke das schon. Der passt ja nur auf. Das Der passt Schnappmesser ja ist. nur auf. Das Schnappmesser ist stumpf. Rechte Tür auch noch auf. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie der den krassen Bizeps-Pumper ist. Aber das klappt jetzt und will jetzt nicht so ganz. Man muss eigentlich mit dem Strich hier im roten Bereich kommen, aber naja. Machen wir immer die Fähigkeiten. Geil, es gibt ja mit dem Basie auf dem Kopf. Weil, wie gesagt, das ist hier nicht Rap am Mittwoch, sondern das ist das Puff-Dingen, wo Eminem war. Bei seinen komischen 8-Meilen-Dingen. Ja, ich mal, ich weiß, was du meinst. Hier ist das kraftlose Hackmesser. Mehr kann ich noch nicht auswählen. Was denn da? Oh, der Hackbeil. Das hat da liegen, das ist für mich. Jetzt kommt der Typ mit dem Na, nimm das Schnappmesser ruhig. und dann. Ey, du hast das alles im Wasser. Du hast das alles im Wasser geworfen. Ja, Angst vor Ein Wasser Wurfmesser, oder? ne? Nee, normale Messer. Ja. In Messermesser Schwarz. halt. Ey, hier ist die Deutschlandflagge. Seh die. Aber die Ja, sehe ich gerade zum ersten Mal. Nazis. Eindeutig Nazis. Und daneben ist die polnische Flagge. Gib den Müsstest du direkt eigentlich mal Fäuste. dem Adriester mal zeigen. Ich will dir versuchen, die Glaskuppel da oben im Arsch zu machen. Meine Lampe. Bin ja Elektriker. Das klappt nicht. Oha. So. Der muss wieder Geld und Elektrotechnik vorbeistiefeln und mal hier, ne, Ja. wieder was heile machen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nennt man Musst du das. aufpassen. Genau. Macht Die der da? Mollys habe ich eingesackt. Der hat das Messer, das Hackmesser. Der steht nochmal auf. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Ich finde halt immer die Zeitlupen-Animation so geil, wenn du denen da ein paar Schellen gibst. Das geht dann schon ab. Schraubenschlüssel. Leider gibt es hier keine Peters-Klasse, muss ich sagen. Das ist schade. Ja, weil die wäre schon geil. Hier ist ein Hammer. Der ist was für dich. Der ist sogar grün. Leck mich am Arsch, der ist grün. Nehmen wir Ja, den mal mit. und du bist schwarz. Bin ein Schwarzbrot. Aber, oh, Die da habe ich Eisenrohre, die im Geben ein DPS. ich habe da ein Nüsschen eingehauen. Was ist das? Reiniger? Ich rede jetzt nicht von Black Ops 3, ne? Ja, ich merke das schon. Das ist nicht der von Black Ops 3, nicht der. Komm her, wenn du reden willst. Was macht der Komm denn da? her, wenn du kein Hartz IV Antrag möchtest. Nimm da halt Geld. So, bist gar nicht du, der hinter mir war. Nein, ich bin Verwirrter. immer noch dabei. Ich musste da Sachen aus dem Inventar loswerden, damit ich das Dings mitnehmen konnte. Ja, deswegen will ich ja weitermachen, damit wir die Dingens verkaufen können. Ja, das Problem ist, wann kommst du hier nochmal vorbei, ne, wo ich gerade bin? Sehr schnell kommt man da vorbei. Wenn man einfach nochmal reingeht, ne?
nichts mache, Junge. Ich knusper jetzt einfach. Mach das, ich komme jetzt zu dir, dann können wir weitergehen. Das Problem ist, du hast hier nur ganzen Freier stehen. Die Die sich alle Spawn-Uhrzeit bedienen. neu. Ich will die ja nicht. Will die ja nicht. Oha! Ich habe einen blauen Gegenstand gefunden. Starker Holzknüppel. Der macht fast 70 Damage. Deck mal mitnehmen. Das ist geil, muss ich sagen. Deswegen liebe ich dieses einfach mal rumlaufen, so wie das jetzt ist. Ist einfach perfekt. Was will die hier? Oh mein Gott. Ich will auch noch mal ein bisschen Stress. Das ist der Typ, der Muay Thai macht in der Freizeit. Oder auch für die nicht ahnen Kickboxen genannt. Thai-Boxen. Ja, die backt aber ganz gut. Die kommt da immer gar nicht zu mir. Was labert die? Die redet. Ich dachte, die Aufnahme musst du dir angucken, das ist geil. Die redet irgendwas, aber jetzt ist sie tot. Man muss hier rein. Ja, hier wurde auch ein Porno gedreht, wo ich bin. Okay. Und hier ist der. Und hier ist der. Typ, der das gefilmt hat. Aber der eine fucking Schelle gekriegt hat. Hat scheiß Radio aus. Hier ist ja gut, Junge, du musst hier nicht so rumschreien. Was ist das hier? Der schreit gerne rum, ne? Ja, hab ich schon festgestellt. Was macht der da? Pennt der? Ja, wir haben Fick-Orgien gefeiert. Auf keine Kuh haut. Bei mir war das so ein Hassfick eher. Die haben sich schon die Haut abgekratzt beim Bumsen. Oha. Ja, ich war in diesem Raum, wo die Kameras stehen, weißt du, wo die Nutte da auf dem Bett noch liegt. Ich weiß nicht, ob das eine Nutte ist, keine Ahnung. Ne? Aber die haben da auf alle Fälle so was gedreht. Weil auch Handschellen und so auf dem Bett lagen. Hier ist die neue Ausgabe von Men's Health. Ah ne, ist Focus, Entschuldigung. Kannst du mal mitnehmen, naja. Ja, ist das da wahr? Das ist diese GIQ oder wie das heißt. GIQ? Was für ein Film bist du denn jetzt? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und da gab's auch mal so eine Männerzeitschrift. Ich glaube, jemand mit Q oder so hieß die. Meine. Keine Ahnung. Bin mir da aber nicht sicher. Gibt's ja auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Boah, aber was ist das denn? Der müde Tor Hammer, 42er Damage, nehmen wir mit, aber ab Level 3 erst. In a man's world. Wie der Reuter dann immer sagt, irgendeine Werbung kommt halt immer. Nehmen wir mal mit. Ja, Problem ist, ich komme nicht mehr hoch zu dir. Aber ich doch, ich mach den gleich. Ich mach dir gleich den Springer. Das ist der Axel Schwenk. Ich weiß gar nicht, wo du bist, ne? Ich komme gleich runter. What else can I do? Oder soll ich dich mal eben abholen? Warte, ja, mach das mal, weil ich bin jetzt hier hinten. Weil ich finde hier immer so geile Ecken, geile Sachen, wo du noch was looten kannst und so. Ah, der ist billig, der Hammer. Hat man schon wieder Wunder, wie geil das jetzt wäre. Willst du da wieder hin, wo ich gerade war? Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich da noch irgendwie eine Steckkarte oder irgendwie sowas gibt. Nee, nur die. Oder ein Ausweis oder ein Reiseführer oder was auch immer. What the fuck? Da war der Spruch. Genau deswegen wollte ich auch hier hin. Da ist doch eine Aufzeichnung.
what can I do? Das war. Mach mal eben den Gebrüten. I told you to stay away. What?